Hallo Hundefreunde, heute geht es um einen Vlog, um einen Wandervlog wieder einmal. Ich habe es schon lange nicht mehr gemacht und darum dachte ich mir, ich mache mit zur Wanderung. So haben wir gestartet, das war der Anfang. Ich erwähne heute keine Namen, weil es bringt auch nichts. Hier waren wir gestartet, schöne Aussicht muss ich sagen, wirklich schön. Wir kamen danach in den Wald, wie ihr seht, und Lege steht da so süß. Ja, wir waren in einem Wald und wie ihr seht, war Lege mittlerweile entspannter als auch schon. Früher war er extrem verspannt im Wald. Er konnte nicht normal laufen, er war total verspannt, total ängstlich. Und mit seiner Karoline schön spazieren gehen. Toll, oder? Und ich finde es mega gut. Mega Fortschritt für ihn. Die Aussicht vom Wald aus sieht jetzt noch Lege und ein Teil meiner Schwester. Und hier seht ihr die Aussicht, das ist einfach gigantisch, oder nicht? Also ich finde die gigantisch. Da seht ihr das Dorf, wo wir angefangen haben. Also da jetzt, genau jetzt. Seht ihr, wo wir angefangen haben. Toll, oder? Dann ging es weiter im Wald. Also wir waren immer noch im Wald. Und seht ihr, zeige ich euch ein bisschen im Wald. Und der Wald ist einfach wunderschön. Er kann teils frei laufen und das gefällt Lake natürlich am besten. Mir natürlich auch. Und es ist auch wunderschön, dass ihr wollt. Ich habe geschaut, dass ich meine Schwester drauf habe. Eine Fläche, wie ihr seht, möchte Lege spielen. Er kennt die Fläche, wir sind hier oft am Wandern. Vor allem, wenn es zu warm ist oder zu warm ist und man kann keine große Strecke gehen, machen wir diese Strecke nach Hause. Und die Kinder, da weiß er ganz genau, wir können spielen, wir können toben, wir können rennen und eben Ball spielen. Wie ihr seht, wartet er schön und möchte erstmal spielen. Und ja. Ich hoffe, man hört die Musik nicht so gut. Mir ist jetzt aufgefallen, dass die Musik läuft. Peinlich, peinlich, peinlich von mir. Ich hoffe, man hört sie nicht wirklich. Ich hoffe es wirklich. Hier spielt übrigens meine Schwester, dann konnte ich filmen. Hat Lakey mit meiner Schwester was gespielt. Das ist jetzt meine Schwester ein Teil. Und sie wirft den Ball über die Holzdinger und er muss über die Holzdinger holen. Er hat ziemlich viel Spaß gehabt daran, wie ihr seht. Aber er liebt auf das Feld und dort spielen. Aber er hat so schön Freude an das Spiel, sagen wir mal. Da war wieder ein Wald. Wir laufen hier bei dieser Strecke sehr oft im Wald. Ich finde den Wald auch wunderschön. Es kann gut erholen, man kann gut Bilder machen. Man kann jetzt überlegen, dass vor allem entspannt ist im Wald. Das ist noch besser. Und da gefällt mir das natürlich noch viel, viel besser. Ich wackel hier ein bisschen, wie ihr seht. Ja, ich muss das ein bisschen üben, während dem Laufen zu filmen. Ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten, wie ihr hier auf dem Video seht. Ich zeige euch noch den ganzen Film, sonst wäre es natürlich zu lang. Ich sage, Lakey ist schon wartet. Feiner Hund. Hier kann Lakey trinken und ihr seht, hat er wirklich Durst. Und ja, er rennt gerne im Wasser rum. Also, er trinkt lieber im Bach oder aus Brunnen als aus dem Napf. Ich weiß auch nicht warum. Kommt er raus? Ich wollte eigentlich, dass er noch mal reingeht, aber wollte lieber Gras essen. Auch typisch für Lakey. Schicke ich ihn noch mal runter, dass er wirklich trinkt. Aber ja, er hat ein bisschen getrunken. Aber wenig. Er trinkt ein bisschen weniger als sonst. Die Kuh, die wir gesehen haben, ein Reh. Wir haben uns gewundert, auf dem Grundstück was alles angezäunt. Ich dachte, was ist wohl da dran? Schaue rum und so sehe ich ein Reh. Es schaut uns sogar an. Lakey war schön uninteressiert, gut, er hat auch gar nicht geschaut, er stand da nur und hat gewartet, bis wir uns entschieden haben, weiterzugehen oder überhaupt entschieden haben, überhaupt was zu machen. Dann sind wir wieder auf einer schönen Flecken Erde gekommen, wir hatten einen schönen Ausblick auf ganz viel. Unten war übrigens ein Hund, da musste Lakey an der Leine gehen, also nicht hier, hier war noch ohne Leine. Also ich zeige euch mal die Landschaft einfach mal. Mal, wo wir waren, wie hoch wir eigentlich waren. Lakey ist ziemlich müde, glaube ich zumindest, oder glaubt ich zumindest. Aber ja, ihr seht einfach, wie hoch wir waren. Ich fahre ganz langsam hin. Ich finde den Zoom so cool, wenn man so unglaublich nah ans Geschehen rankommt. Hier seht ihr den Ausblick nochmal, also das ist der Lakey und ein Teil meiner Schwester. Und hier seht ihr den Ausblick nochmal. Und hier hat, wie ihr seht, ein kleiner Bach. Da ist Lakey reingegangen und hat getrunken. Hier seht ihr noch ein bisschen. Da hoch müssen wir noch. Da hoch gehen wir. Also gingen wir, besser gesagt.
Und dann haben wir kurz Pause gemacht, einfach so eine Schnaufpause und Legi hat trinken konnte und ja, mir nicht. Legi war fit wieder nach dem Trinken. Wir waren wieder weiter oben. Ihr seht, wie der schöne Ausblick, es war das genialste in der Wanderung. Der Ausblick war einfach der Hammer. Und es ist immer wieder schön zu sehen. Ich wusste nicht, wohin wir gehen. Da haben wir ein bisschen rumgelaufen. Mit dieser herumgestanden und dachte, wir gehen zurück. Aber nein, natürlich nicht. Wir gehen natürlich vorwärts. Nicht immer zurück. Ja, mir gibt es nichts zu sagen. Ausblick, ich sage dazu nichts, ich zeige es einfach nur. Schön, oder? Einfach nur wunderschön. Da lohnt es sich gleich, hoch in die Berge zu gehen. Eine schöne Landschaft. Wirklich schön. Es war leider eine Straße und man konnte Legi nicht freilassen. Das ist etwas schade. Aber nicht so schlimm. Das nennt man mal Freilandhühnerstelle. Das sind einfach viele Freilandhühner. Ihr seht ihr sie ganz klein, seht auch die Hühner. Da sind immer schöne Flecken für die Hühner, oder nicht? Was meint ihr? Also, wenn dann Eier, dann schon Freilandeier. Und für solchen Orten toll. Schöne Landschaft, darunter gehen wir. War übrigens bei der letzten Wanderung viel einfacher runterzugehen als raufzugehen. Letzte Woche sind wir das ganze Stück raufgelaufen. War ziemlich anstrengend, sage ich euch. Ziemlich. Und dort kommen wir. Wir kamen danach zu einer Brücke. Die Teufelsbrücke, hier seht ihr sie. Ich habe sie ein bisschen. Hier ist sie. Nicht spektakulär, das hat eine kleine Brücke. Und ja, mir ist eigentlich nichts zu sagen. Ich zeige euch danach noch etwas. Vielleicht. Ich hoffe, es kommt jetzt. Nein. Ja. Wollte ich hier, aber keine Ahnung, was gemacht. Und jetzt die zwei Katzen. Dort bei der Ecke stand ich. Da stand ich und Legi, weil Frauen kamen. Ich versuche hier wegzulaufen, weil die eine Katze läuft. Und wie ihr seht, nämlich nach da hinten in diesem Gerät standen wir und die Katzen saßen daneben dann. Ich habe überrascht, dass Legi nicht reagiert hat. Ich habe einfach Mühe gehabt mit Filmen, weil ich nach vorne laufen musste und ja, mir fehlt eigentlich nicht. Also die Katze läuft uns ein bisschen nach, bis zu dieser Brücke da. Da ist sie sitzen geblieben und dort geblieben. Hier sieht noch ein bisschen die Landschaft. Ja. Wir sind hier sieht noch die Brücke rundherum. Ja, mir gibt nichts zu sagen. Danach von der Brücke rausgegangen und Legi ist, wie ihr seht, mega müde. Gut, ehrlich gesagt, mir auch. Wir waren auch so müde nach der Wanderung. Aber schaut doch diese schöne Landschaft an. Einfach nur traumhaft schön. Legi ist, wie ihr seht, todmüde. Und wir hatten noch ein Stück vor uns, das sage ich euch. Aber es war so schön dort. So schön. Da haben wir noch Kühe. Die sahen irgendwie voll witzig aus. Haben wir noch eine schöne Landschaft, so auf einer Wiese. Ja, wir mussten mit durch die Wiese laufen. Ja, ich fand es auch immer komisch, aber ja, Legi fand es gut. Dann kamen wir zu einem Naturschutzgebiet und zu Schrebergärten. Kennt ihr sicher auch, oder? Kennt ihr das überhaupt, so Schrebergärten? Das sind so kleine Gärtchen, wo man ja, Pflanzen, also Gemüse so anbauen kann für sich selbst. Hier fand ich noch cool. Also, hier ist noch eine schöne Landschaft. Mega schön. Dort zu dem See gehen wir hin. Also, dort war der Punkt, wo wir hin wollten. Und ich konnte hier etwas freilaufen, obwohl es Naturschutzgebiet ist. Naturschutzgebiet ist normalerweise tabu für freilaufende Hunde, aber sonst eigentlich egal. Er muss auch ein bisschen laufen. Ja, hier ist nochmal der See. Beim See, also hier ist Legi. Und ja. Ich habe ihn zum Wasser geschickt. Ich sehe, es ist extrem steinig, aber er musste trinken und sich abkühlen, weil es wurde ein bisschen warm. Und wie ihr seht, ist er gerne eingegangen. So Orten trinkt er sehr gerne aus Seen, Flüssen oder Bächen. Oder ja, ich versuche sich zu schütteln. Ich habe es auch geschüttelt. Und ja, er hat Freude dran. Glaube ich zumindest. Na, ich denke es schon. Ich zumindest hatte Freude. Ach, hier habe ich noch mal gedacht, dass er ins Wasser. Und hier ist eigentlich fast Schluss. Wir sind dort nur ein bisschen noch weitergelaufen. Ich zeige euch, oh, hier hat er ein bisschen Mühe gehabt. Hier musste er jetzt einen Weg suchen. Er wusste irgendwie nicht, ob er reinbleiben soll, draußen rauskommen soll. Oder einfach entschieden, den zu bleiben.
Ja, unsere kleine Lili. Irgendwie noch eine Straße entlang. Wir haben leider nicht gefilmt. Also das ist der Schluss. Und hier seht ihr noch Kühe, Legi durfte noch freilaufen. Ich dachte, ist am schönsten für ihn, dass er noch mal freilaufen kann, noch ein bisschen sich erholen kann. Und hier habe ich gefilmt, wie brav er eigentlich ist, mittlerweile bei Kühen. Ja, die Kameraführung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist wieder Zeit zum Üben. Ich möchte sowieso wieder mehr Vlogs machen. Und ja, hier seht ihr die Kühe, hier seht ihr ihn. Und er ist schön spaziert. Ich glaube, er war so müde nach der Wanderung. Ich glaube, ihm war alles egal. Da habe ich das Gefühl. Hier schaut er schön, dass er brav ist. Jetzt seht ihr die Kühe, das ist so ein Knackpunkt, wie ihr seht. Er hat übrigens einen Stock im Mund, also einen Stumpf trägt er hier. Und ja, wie ihr seht, läuft er schön vorbei. Ich habe ihn zum Fuß genommen, also zum Da genommen. Das ist der Bereich, wo er einfach in der Nähe laufen muss. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß. Das war's mit dem Video. Ich habe leider vergessen, den Schluss zu filmen. Wir sind nur noch zu einem See. Also der See heißt übrigens Silsee. Das ist ein sehr schöner See. Leider Gottes konnten wir dort mir persönlich nicht hin. Also zumindest die Füße rein tun wollten wir eigentlich. Wir konnten leider nicht hin, weil ja, einfach nicht ging, weil wir waren also Schilf dort oder Steine, wir konnten nirgends hin. Und ja, das ist etwas schade. Aber es ist ein wunderschöner See. Und ihr seht, Legi konnte zumindest baden. Das war uns wichtiger, als wir rein konnten. Und ja, das war's mit der Wanderung.